Okay, was macht sie da? Hallo. Hallo? Glaube, sie lockt um und will mich killen. Ich flirte jetzt mit ihr. Unhöfliche Menschen, fiese Menschen und gemeine Menschen turnen mich ab. Messi, ich habe kein Wort verstanden, was sie gesagt hat. Schön. Aber wir müssen weiter. Keine Zeit mit Blutelfen zu flirten. Was ich sagen wollte, beziehungsweise worüber ich jetzt reden möchte, ist Folgendes. Die guten Caster bei WoW, also die Leute, die Zauber wirken können, bekommen bald neue Animationen, die echt geil aussehen. Die Orks stehen endlich mal aufrecht, die Boy drücken so den Rücken durch, den Buckel, den sie haben, haben die Bänder wahrscheinlich nicht richtig gespannt, trainiert und können jetzt endlich mal aufrecht stehen. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Können endlich mal aufrecht stehen. Super. Krieg, sagt ihr. Weissagungen für einen Krieg sind immer schwierig. Einige Kriege dürfen nie ausgetragen werden, auch wenn sie der Sieg für sicher werde. Einige Kriege müssen geführt werden, auch wenn die Niederlage sicher ist. Es wird nicht reichen, die widerlichen Kreaturen, die den Fluss verseuchen, zu töten, Mariko. Eine neue Generation der Monstrositäten bedroht bereits unsere heiligen Wasser, sucht ihre Eier und zerstört sie. Kurz nachdem Uldum Schutzbarriere fiel, wurde der Viernal vor einer furchtbaren Verderbnis befallen. Ob diese mit böser Absicht oder versehentlich hierher gebracht wurden, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist das gleiche. Je trüber der Fluss, umso trüber trübt sich auch die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Schaut hinaus, Hexenmeisterin. Diesen widerwärtigen Kreaturen war es nie bestimmt, ein makelloses Fassan unseres Flusses zu leben. Tötet sie, damit der Fluss uns wieder Vision ermöglicht. Okay, Hohenpriester. Hohenpriester. Das ist kein Hohenpriester, sondern ein Hohenpriester, der lacht uns aus. Verhöhnt uns. Still, Wassergleiter. Dude. Es gibt ja immer diese Leute, immer gucke ich irgendwelche YouTuber, die sagen, warte, warte kurz. Ich möchte einen YouTuber hier mal empfehlen. Und zwar den guten, ich habe den Namen vergessen. Ist ein kleinerer YouTuber, der hat, glaube ich, ungefähr so viele Abonnenten wie ich. Oder ein bisschen weniger, 1200, glaube ich, hat er. Und er heißt Cigaro. Der Typ heißt Cigaro. Und das O am Ende ist eine 0. Also Ziga 0. Ziga Zero. Und der hat auch ungefähr immer so viele Aufrufe wie ich unter meinen Let's Plays, so 100, 200, einmal 400 bei neuen Let's Plays und dergleichen. Ist ein sehr, sehr lustiger Dude und der hat zum Beispiel, der macht auch Kingdoms and Castles, ein Rollenspiel, Strategiespiel, was ziemlich lustig ist, da muss man mal aufbauen und Wikinger greifen an, so ein bisschen wie Anno. Ja, sieht ganz lustig aus. Und guckt euch den mal an. Der macht echt seinen Job super. Der redet sehr, sehr angenehm, macht das auch schon seit 2 Jahren und ist sehr angenehm. Finde ihn super. Oh, ich habe kenn die Höhle da gar nicht. Wahrscheinlich da das Monster drinne, was hier den See verpestet. Auch sehr schön dunkel, ich liebe das. Was ich jedenfalls sagen wollte, war, der hat auch gesagt, es gibt viel zu viele Spiele in letzter Zeit. Früher, da hatten wir ja nichts. Und wir konnten ja nur Warcraft spielen. Und ich denke mir, so, wie viele Spiele habe ich mit der Steam-Liste? So an die 100. Ich weiß, manche Leute haben viel, viel mehr. Wie viele Spiele habe ich insgesamt? Ja, so vielleicht 200. Wie viele neue Spiele habe ich? Mindestens 30. Wie viele Spiele habe ich davon noch nicht gespielt? Mindestens 30. Und was spiele ich am liebsten? Warcraft. Ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass man damals nichts anderes hatte, sondern es liegt daran, dass das Spiel einfach ultra geil war. sehr lustig. Ich spiele Warcraft halt immer noch. Immer noch super gerne. Und es macht immer noch super viel Spaß. Und das Spiel ist halt immer noch super geil. Ach, Warcraft, ey. Das ist schon eine
Liebe, die man zu keinem anderen Spiel teilt. Warcraft 3. Oh, wenn eine HD-Version oder Warcraft 4 angekündigt wird, ey, ich würde anfangen zu heulen. Ich werde mich so freuen, ich werde so suchten. Also hoffentlich kommt es erst in 2 Jahren raus. Da habe ich nämlich mein Examen hinter mir. Oder kurz nach meinem Examen. Dann habe ich noch genug Zeit. Kann ich zocken bis zum Begasung. Ich danke euch, Mariko. Dies wird unsere prophetischen Visionen so viel klarer werden lassen. Ja, Mariko, ich spüre bereits, wie die Beeinträchtigung des Flusses schwindet. Dennoch spüre ich, dass die Quelle der Verderbnis weiterhin lauert. Ah, ich sehe bereits klarer, Mariko. Es ist richtig, dem Bösartigen der Frisee zu misstrauen. Ich spüre bereits, dass sie hinter den Kräften stecken, die den Fluss verderben. Taucht noch einmal hinab und findet die Finstergrundhöhle, die wir gerade gesehen haben. Ihr werdet das sehen, dass die Nefriset dort dunkle Rituale der Verderbnis ausüben. Haltet sie auf, damit der Fluss wieder rein wird. Ich will aber nicht zum Rhein. Ich mache mir keinen Reim daraus. Was mir auch aufgefallen ist bei der Transmog-Schau, dass viele Leute einfach keine Transmogs haben. Ich kann nicht verstehen, vielleicht gefällt es meisten Leuten nicht, einfach nur für Transmogs zu farmen. Und das ist ja auch in Ordnung, ist vollkommen okay. Das macht mir nichts aus. Aber es ist bemerkenswert. Nein, man bemerkt es halt, dass es so ist, weil ich liebe Transmogs. Ich habe bei jedem meiner Charaktere mindestens 3 Transmog-Sets, die ich mehrmals wechsle, für meinen Paladin, Mensch-Paladin. Habe ich mittlerweile auch gerade wieder das Dwenai, mein Mensch-Paladin, mein Dwenai-Paladin, habe ich auch wieder die Dwenai-Paladin-Ausrüstung geholt, weil die halt am besten zu einem Dwenai-Paladin passt, der bald auf Argus landet, seine Heimatwelt. Ich dachte einfach, das muss halt sein. Ich meine, der ist bald wieder auf Argus, seine Heimatwelt, und der muss dann auch die guten Kristalle der Dwenai haben. Oder? Auch, ich finde es immer sehr faszinierend, dass die Titankonstrukte immer Probleme damit haben, vom Fluch des Fleisches betroffen zu sein. Die Sache ist nämlich die, dass die Titanen aus Stein, Eisen und dergleichen bestehen. Die bestehen aus Welten. Das bedeutet, sie sind eigentlich Welten. Eine Weltenseele nimmt quasi die Welt um ihn herum auf und wird quasi zu einem Titan. Azeroth ist übrigens auch ein Titan. Es könnte ein Problem werden, wenn Azeroth aufersteht. jedenfalls wird es dann dazu kommen, dass irgendwann der Flug des Fleisches über alle Titanskonstrukte herkommt, also überkommt, weil Yogg-Saron nämlich den Flug des Fleisches entwickelt hat, um die Titankonstrukte zu schwächen und sie aus Fleisch und Blut werden zu lassen, weil es nämlich viel einfacher ist, Fleisch und dergleichen zu töten als Stein und Eisen. Die Sache ist jedoch, irgendwie haben die immer die Titankonstrukte dann das Problem, dass sie nicht mehr Stein sind und haben Probleme damit und wollen sich immer zurückverwandeln lassen und gehen deswegen Pakte mit den alten Göttern ein. Deswegen ist es immer, damit haben die Probleme. Harte Probleme. Das Wasser des Flusses ist fast schon wieder klar. Unsere prophetischen Visionen werden bald zurückkehren. Ihr mögt euch den Symptomen unserer Probleme angenommen haben, Mariko, aber ich habe diese widerwärtigen Biester beobachtet und sie legen ihre Eier nicht hier. Die Strömung trägt ihre Eier zum Damm, aber was immer sie legt, befindet sich am oberen Oberlauf des Flusses. Geht nach Nordostens Hauptquelle des Flusses und beseitigt die Wurzel des Übels. Aber zuerst mache ich das andere. Kann ich später machen. Alter, dieser Planet sieht einfach so hammer aus, ey. Der Vianalosee. Ist auch schön bei der Dunkelheit. Man sieht immer wie dreckig der Bildschirm ist. Bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, es sind ein paar Punktchen. Aber man sieht ihn ja trotzdem, weil es so dunkel ist.
Was für eine Kreatur seid ihr? Ihr werdet das Land des Königs verlassen, bevor... Wartet, ihr seid diese Mariko, über die ich so viel gehört habe. Ihr müsst meine mangelnde Gastfreundlichkeit entschuldigen. Wir haben hier zu viele feindliche Eindringlinge zu Gesicht bekommen, seit die Barriere um Uldum gefallen ist. Mein Pferd mag dich aber ziemlich. Ich habe mein Leben in Dienste des Königs gestellt. Nichts ist so wichtig, wie ihm zu dienen, mit einer Ausnahme, mein Sohn. Dahed wurde vom Wachposten der Nefrisit gefangen genommen. Sie behaupten, dass mein Sohn unbefugt ihr Gebiet betreten hat. Faoris versucht, seine Freilassung zu verhandeln, doch ich befürchte das Schlimmste. Wenn ihr Tahed findet, würde ich euch meine Stimme geben. Ich weiß nicht, wohin sie ihre Gefangenen bringen, aber ich habe gesehen, wie die Wachen auf Karten geschaut haben, die sie durch die dichte Vegetation führen sollte. Naja, dann wahrscheinlich in den Dschungel hier, wa? Wir können aber nochmal nach den Hochkommandanten sprechen. Der will bestimmt, dass wir allen Leuten helfen, die Tagesquests haben. Ich glaube, so war das. Es ist nicht nötig, mich in die Geschehnisse in Orsus einzuweihen, Mariko. Ich habe bereits davon gehört und von euch. Und von euch. Jeder Feind von Alakir ist mein Freund. Wir suchen uns nicht aus, in den Krieg zu ziehen, Mariko. Der Krieg kommt zu uns. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht, um euch vorzubereiten. Mein Jagd, eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Ich unterschreibe diese Theorie und baue sie sogar noch weiter auf. Anstatt das schwächste Glied zu entfernen, muss man es stärken. Die anderen Glieder werden ihre Leistungen aus Angst erhöhen, dass sie selbst das schwächste Glied werden. Im Falle meiner Armee hat unser schwächstes Glied einen Namen. Salhed. Achso, ich hatte der Typ hier. Ihr findet ihn beim Üben am Fuße der Stufen. Fangt bei ihm mit etwas Leichten an. Die Hähnen auf den Hügeln im Westen vielleicht. Wir haben eine beachtliche Armee, aber ich befürchte, dass das herannahmende Kräftemessen mit den Tolvir der Nefrisit es erforderlich macht, alle Tolvir von Ramkahan und Orsus in den Kampf mit einzubinden. Ich will, dass ihr in der Spitze unserer Rekrutierungsmühle steht. Begebt euch zum Fluss der Felder, Arbeiter, rekrutieren. Ihr habt sicher bemerkt, dass wir für eine Schlacht eher lediglich ausgerüstet sind. Die Stämme der Tolvir standen jahrtausende lang vor keiner Auseinandersetzung dieses Ausmaßes. Sämtliche Kampfprotokolle, welche die Titanen unserer Vorfahren einprogrammiert haben, sind aber noch vorhanden. Manche sind Teil unserer Instinkte, andere werden als Tradition weitergegeben. Aber das alles kann eine Versorgungslücke nicht ausgleichen. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Rüstungen. Die besten Rüstungen sind die mit Leder der Flusskrokodilisten aus ein paar Gegenden gefüttert. Hälfte und ein paar macht tot. Nee. Boah, Osadi! Satik! Er hält die Waffe vollkommen falsch. Kadesh! So schwierig. Es ist eine große Ehre, euch zu kennenzulernen, Mariko. Ich habe viel von euch gehört. Hochkommandant Kamsis hat eine spezielle Aufgabe für mich. Oh Junge, wartet, sagt es mir nicht, jetzt sind wir die Hähnen, richtig? Na, ich werde mein Bestes geben. Trefft mich am Sonnenbehütergrat. Ich werde euch nicht enttäuschen. Okay, findet ihr den Weg alleine? Soll ich euch an die Hand nehmen? Kindergartengruppe. Ach ja, ich hasse Leute. Ich hasse Menschen. Vor allen Dingen, was ich hasse, sind Vorurteile. Ich habe auch Vorurteile, ich weiß. Man vor allen Dingen Vorurteile gegen Leute, die Vorurteile haben. Aber die Sache ist ja auch die. Vorurteile sind furchtbar. Die Sache ist, ich arbeite in einem vorurteilsbehafteten Beruf. Genauso wie meine Schwester. Ich bin Krankenpfleger und ich habe so oft schon gefragt bekommen, ist das kein Frauenberuf? Machen das nicht eigentlich nur Frauen? Das ist doch nur, ihr putzt doch nur und wischt doch nur Hintern ab und sowas. Ihr kümmert euch doch nur um die Kranken und so und macht den Tee und dergleichen, oder? Ja. Das ist ein Teil der Aufgabe. Aber ich bin auch derjenige, der, wenn du eine Amputation hast, den Verband macht. Oder die Spritzen gibt. Intramuskulär, subkutan und intravenös. Ich bin auch derjenige, der Infusion anhängt und diese stellt. Ich bin auch derjenige, der dir die Medikamente gibt und austeilt und stellt. Und höchstwahrscheinlich dir sie sogar noch aufgeschrieben hat, weil der Arzt alles vergisst. Tut mir leid.
Aber die Fliege wird so benachteiligt. Die Fliege hat den Löwenanteil der Sachen im Krankenhaus. Muss die meisten Sachen machen. Ich sage jetzt nicht, dass die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und dergleichen nichts machen müssen. Die müssen auch sehr, sehr viel machen. Und die Ärzte sowieso. Aber für das Geld, das Pflegekräfte bekommen in Schichtarbeit und dann noch, was sie sich anhören müssen von allen, ist einfach nicht tragbar. Und die meisten Leute glauben noch, dass Krankenpflege nichts weiter ist als ein lachhafter Beruf, wo man nichts lernen muss, wo nur Leute hingehen, die nichts wissen, was sie zu tun haben und nicht wissen, was sie tun wollen und dass sie einfach nichts können. Ich verstehe sowas nicht. Das ist ein fucking schwerer Beruf. Man muss verdammt viel lernen. Und es ist halt Medizin. Man muss alles über Medizin quasi wissen. Beziehungsweise relativ viel. Hier bin ich, meine Dame. Genau dasselbe ist mit Erzieher. Du erziehst jemanden. Meine Schwester ist Erzieher. Und wie viele Leute ihr sagen, spielt man da nicht nur den ganzen Tag mit den Kindern? Nein. Man geht auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Man hilft ihnen dabei, erwachsen zu werden. Man ist bei ihnen in der wichtigsten Zeit, die man als Mensch hat, nämlich Kindsein. Alle Krankheiten der Psychiatrie und dergleichen ist das Problem aus der Kindheit. Das ist es halt leider. Das ist die wichtigste Zeit des Lebens. Weil du bekommst alles mit, alles, was du später im Leben machst, ist zurückzuführen, was du in der Kindheit gelernt hast, wie deine Beziehungen zu anderen Menschen war und dergleichen. Das ist die wichtigste Zeit des Wachsens. Das ist überhaupt an sich die wichtigste Zeit der menschlichen Bildung, der Menschheitsbildung. Und das verstehen die wenigsten Menschen. Vor allem die meisten Politiker denken darüber auch gar nicht nach. Hier, AfD, Hauptsache, die Kinder sind deutsch. Ist egal, wie es denen geht. Okay, gut. Nun, das war nicht so richtig gut, oder? Hört gut zu, Mariko. Bevor ihr euch Vertrauen in mich verliert, würde ich euch gerne noch etwas zeigen. Wie ihr wisst, bin ich kein Kämpfer. Meine Koordination ist nicht sehr gut. Ich sehe mich eher als Taktiker an. Trefft mich am südlichen Ende des Grates und ich werde euch zeigen, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Diese sozialen Berufe sind das Wichtigste in unserer Gesellschaft. Nicht das Geld. Aber das ist leider immer das Problem. Diese Berufe, nämlich die sozialen Berufe sind nämlich Berufe, in denen man nichts gewinnt. Man hat keine wirtschaftliches Auskommen. Man kriegt am Ende nichts auf die Hand. Man produziert nichts. Man kann nichts verkaufen. Man gibt aus. Und das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Man ist nichts wert, wenn man nämlich nichts erschafft. Ob es den Menschen dann am Ende gut geht, ob du einen das Leben gerettet hast, ist vollkommen egal. Ob du welche Leute geschaffen hast als Erzieher, die nämlich ihr Leben gut bestreiten können und viel verdienen, ist egal. Diese Leute sind den meisten Leuten egal, weil es nämlich die Wirtschaft nicht stärkt. Seltsamerweise sind die Länder, in denen es wirtschaftlich und Erzieher viel Geld verdienen und Krankenpfleger viel Geld verdienen, die erfolgreichsten Länder der Welt, so Norwegen, Skandinavien, kompletten nordischen Länder, denen es allen super gut geht und sehr viel wirtschaftlichen Umsatz haben, aber hey, Krankenpflege braucht ja kein Mensch. Erzieher braucht kein Mensch. Das ist das Problem, das unsere westliche Gesellschaft hat. Unsere kapitalistische Gesellschaft. Man denkt nicht mehr bis morgen. Man denkt nur noch ans Heute und wie viel Geld man am Ende des Tages verdient. Es ist auch völlig egal, ob ich am Ende des Monats pleite bin. Hauptsache, ich habe jetzt Geld. So viel Geld, wie es nur geht.
Das sieht man immer wieder. Das sieht man in der Spieleindustrie mit EA, die ihre Spiele rausgeben, die komplett nicht fertig sind, dann einfach Teams kündigen, die dann auf Kickstarter irgendwelche Spiele machen, die super erfolgreich sind und Milliarden damit verdienen. Die hätten dieses Spiel auch vorher gemacht, wenn EA da nicht reingepusht hätte. Okay. Tja. Solche Sachen halt. Solche Sachen sind es, ne? Traurig. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.